Mahlzeit, nee, Moment, falsch. Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Oh. Der Komische ist auch da. Ja, die Karre ist auch da, aber es geht um den da. Ach so, Kennzeichen? Ist egal. Kennzeichen ist egal. Oh, ISO. Naja, man sieht es im Titel. Wir wollen dem Auto an die Hupen. Also, Flo demonstriert nochmal eben das Hupenproblem. Ich meine, das werden ja die meisten... Das werden die meisten Mii-Fahrer ja kennen und Up und CityGo. Wir wollen da ein bisschen mehr Kasala reinkriegen. Richtig, haben wir beim Ibiza ja auch schon gemacht. Da kommt eine zweite mit dazu, ein Tieftonhorn nehme ich an, ne? Yes, 335 Hertz. Das ist jetzt irgendeins und nicht nach, so beim Ibiza hatten wir es ja nach Teile nochmal vom Phaeton einfach. Nö, Tieftonhorn, scheißegal. EBay. Genau, würde ich mittlerweile auch so machen. Ist auch nicht so, dass der da auch noch zwei zusätzliche hat. Ja, wir gucken mal eben, ob wir an die Hupe rankommen, ohne das Rad abzubauen komplett. Und zwar, machen wir mal ein Licht an, bauen wir dafür, wackelt, hier unten mal diese Verkleidung weg. 20er oder 25er? Ich nehme an 25er Torx. Hier zwei Schrauben, da und da. Und da oben eine 10er, da oben. Ja. Leider ja. Ich sehe einen Riemen. Ich sehe eine Hupe. Machen Sie mal eben, geben Sie mal eben. Ach so, ich mache sie nochmal Licht an. Da sehen wir eine Hupe. Heißt, da werden wir Kabel so ein bisschen die Ummantelung, also ne, den Isolierung, die Isolierung wegmachen. Genau. Dann werden wir Dinge tun. Genau. Ja. Nee, halt ein zweites Kabel mit. Genau, zweites Kabel mit anpinnen. Genau. Wir gucken wir gleich mal, wie wir das machen, ob wir hier unten löten wollen oder ob wir. Ja, tendenziell eher. Eigentlich ja, ne? Gedöns. Eigentlich eher Quetschverbinder, genau. Mit Abzweig. Ja. So, sie ist schon drin, die Hupe. Ich zeige euch das mal eben, wie das da jetzt aussieht. Also es ist jetzt noch nicht fest verbaut, ne? Es ist noch nichts fest verbaut. So, ne? Da ist... Hallo, Moment, ich muss mal eben Fokus. Da. Einfach aufgetrennt. Ja, und mit Schrumpfschlauch, mit Innenkleber, ganz wichtig, gerade im Außenbereich. Und da kommt natürlich gleich auch noch frisch Isolierband einmal komplett rum, so wie es war im Original. Und da an den, da oben ist ja die Hupe original fest. Und da gehen wir mit der anderen auch ran. Nehme ich an, ne? So war der Plan. Ja, ja, genau, das passt alles. Okay. Warte mal, da ist ja auch, sehe ich ja jetzt erst, ja, genau, da ist ja ein Halter für eine zweite Hupe. Das meinte ich doch gerade eben. Das ist toll, oder? Also da, ne? Da suche ich jetzt also gleich mal eben eine M8-Schraube für raus. So wie das aussieht. Und dann tüdeln wir das da alles zusammen und wenn es zusammen ist, zeigen wir es euch nochmal. Weißt du, während das Ding da hinten schon wieder seiner Sucht frönen muss, zeige ich euch mal, was er hier gebastelt hat. Also so sieht das jetzt aus. Ne? Da vorne die originale, das ist die nachgerüstete Hupe. Denkt dran, immer so die Öffnung nach unten macht am meisten Sinn. Ne? Dann kann das Wasser da nicht reinlaufen. Logischerweise. Wenn ihr sowas kauft, achtet drauf, dass da so eine E-Nummer drauf ist. Auch wenn die Chinese die da auch rauf fälscht, habe ich auch schon alles gesehen, aber die ist da drauf und ja, ich meine bei einer Hupe theoretisch, aber naja. Achtet einfach drauf, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist alles schön, ups, da wollen wir hin, es ist alles schön isoliert, alles wunderbar, so wie das sein soll. Jetzt kommt hier einfach nur noch die Verkleidung wieder vor. Test habt ihr ja schon gehört. Und ja, das war's mit dem Video und wir wünschen mir immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss.